Hallo, ich begrüße Sie hier zu einem weiteren Erklärvideo. Es geht um das Präsentationsmodul zum ECDL. Die Software, an der ich das demonstriere, das ist PowerPoint 2016. Die Kategorie, die heißt grafische Objekte, die fünfte Kategorie zu diesem Modul. Das Wissensgebiet, welches Gegenstand dieses Videos ist, das heißt Einfügen und Bearbeiten. Die fünf Lernziele, die können Sie dann über den Link, der hier mit Video und eckigen Klammern angegeben ist, damit können Sie das dann abrufen, wenn Sie den Lernzielplan in meiner Bearbeitung dann sich abrufen bzw. vorliegen haben. Diese sechs Lernziele hier, die werde ich dann gleich als Spickzettel in die Folie einbringen. Dann vergesse ich da auch nichts zu erklären. Das ist dann also auch gleich ein interessantes Thema. Wir haben, wenn wir mit Windows arbeiten, das Snipping-Tool, aber auch bei anderen Betriebssystemen gibt es Ähnliches. Mit dem Snipping-Tool kann man sich Teile von Bildschirminhalten fotografieren und die dann zum Beispiel in eine Präsentation einfügen. Das will ich mal machen. Ich klicke hier unten hin und gebe da mal ein Snipping-Tool. Da haben wir es schon, weil das ist ja Bestandteil des Betriebssystems. Das taucht jetzt hier unten auf, da habe ich darauf geklickt und da gibt es hier die Schaltfläche, wo neu steht. Da klicke ich darauf und dann tue ich genau das, was ich gleich als Spickzettel sehen will, einrahmen. Sie sehen, das geht hier relativ weit nach rechts und dann kann ich mir das übernehmen über die Kopierschaltfläche. So, das habe ich gerade gemacht, das ist jetzt in der Zwischenablage, weil ich hier raufgeklickt habe. Gehe nach PowerPoint, da gibt es schon die Korbach-Präsentation, die Präsentation meines Geburtsortes. Ich lege eine neue Folie an und bei dieser neuen Folie, da habe ich jetzt zunächst das Standard-Layout mit Titel und Platzhalter für verschiedene Inhaltsobjekte. Da kann man dieses hier nehmen, SmartArt-Grafiken. Aber man kann ja auch mal ein anderes Layout nehmen, wo außer dem Titel noch nichts drauf ist. Dann gehe ich hier wieder auf Layout und wähle nur Titel aus. Und jetzt kann ich, den Titel kann ich später noch einfügen. Jetzt kann ich erstmal das einfügen, was ich eben in die Zwischenablage gebracht habe. Ich klicke hier auf die Schaltfläche einfügen. Und da sehen Sie, da ist also jetzt dieses, was ich eben kopiert habe mit dem Snipping-Tool. Das kann ich mir beispielsweise erstmal verkleinern und leg's mal hier in die Ecke. Also so halb rechts oben. Die Designideen, die brauche ich jetzt noch nicht, weil die sind auch nicht Gegenstand vom Lernzielplan, aber da kann man sich natürlich mit beschäftigen. Aber danach wird man also bei den Prüfungen üblicherweise nicht gefragt. So, schauen wir uns an, was auf dem Spickzettel steht. Grafisches Objekt auf einer Folie einfügen, Bild- und Zeichnungsobjekt. Das, was ich also hier gerade eingefügt habe, ist ja ein Bild. Das habe ich also noch nicht mit einer Kamera aufgenommen, sondern mit dem Snipping-Tool. Und das habe ich dann hier eingefügt. Damit ich den Folientitel nicht vergesse, will ich den gerade nochmal nachtragen. Ich schreibe dahin einfügen von und bearbeiten von grafischen Objekten. Die letzten Worte habe ich in der Zwischenablage gehabt, so wie ich vorher in der Zwischenablage auch dieses hier hatte. Schauen wir gleich darauf. Grafisches Objekt auf einer Folie einfügen, Bild und Zeichnungsobjekt. Das Zeichnungsobjekt haben wir ja eben aus der Zwischenablage genommen. Das ist das, was Sie hier sehen. Man kann sowas aber auch gespeichert haben in Form einer Datei, einer JPEG-Datei oder andere Grafik. Dateiformate und das geht über das Register einfügen und da habe ich hier Bilder und da ist voreingestellt bei mir Benutzer Wilhelm und der Bilderordner und da haben wir auch schon ein Bild, St. Kilian, die größte Kirche Korbachs, die habe ich jetzt hier mitten auf der Folie, die kann ich verschieben, die kann ich auch, wenn ich auf die Ecke gehe, kleiner machen. Man muss darauf achten, dass man das richtig macht mit den Ecken. Hiermit wird es unproportional verkleinert oder vergrößert. Wenn man sowas gemacht hat, schnell rückgängig machen. Man kann das Ganze auch noch drehen.
damit man sieht, das geht, ne, wenn man so ein bisschen Dynamik da reinbringen will, aber mache ich hier auch nicht. Sie haben ja gesehen, wie es geht. Jedes Objekt hat hier oben so ein Symbol zum Drehen. So, grafisches Objekt auswählen haben wir gerade gemacht. Dann kann man hier noch zeigen, wie man hier ein Objekt reinbringt. Zum Beispiel ein Pfeil, um hier St. Kilian zu markieren. Ich gehe dazu nochmal aufs Register einfügen. Wähle bei den Formen den nach links zeigenden Pfeil. Schreibe da was rein. St wie St. Kilian. Und dann kann ich den Pfeil, der ist ja noch ausgewählt, kann ich hier auf den Rand gehen und kann den verschieben, kann den auch drehen, wenn ich möchte. Mache den auch noch ein bisschen kleiner. Schauen wir uns an, was als nächstes kommt. Das nächste ist 5.1.3, grafisches Objekt, ein Diagramm innerhalb einer Präsentation oder von einer Präsentation in eine andere kopieren bzw. verschieben. Dann öffnen wir mal eine andere Präsentation. Ich habe ja hier noch welche. Die zuletzt verwendete Geburtsort habe ich hier oben. Und da ist zum Beispiel, ja, da habe ich hier das Wappen. Das Wappen Korbach-Goldrichtig. Das möchte ich also hier auch noch unterbringen. Ich kopiere das, rechte Maustaste, kopieren, gehe dann über die Taskleiste zur anderen Präsentation, also Präsentation 1, die hier oben steht. Und dann kann ich mit der rechten Maustaste natürlich das auch einfügen. Und da haben wir dann Korbach Goldrichtig und das kann ich dann beispielsweise hier einsetzen. Und da sehen wir, der Kilian, der steht hier rechts in diesem Logo. Das ist der St. Kilians-Turm. So, man kann natürlich auch eine ganze Folie kopieren und hier einfügen. Größe eines grafischen Objektes oder Diagramms in einer Präsentation ändern oder ein Objekt löschen. Größe ändern haben wir gerade gesehen. Wenn ich das ein bisschen größer machen will, einfach auf die Ecke gehen und dann kann man es vergrößern. Wichtig ist dabei zu beachten, hiermit wird es unproportional vergrößert, hiermit wird es proportional vergrößert. Das war jetzt zu groß, kann man dann auch wieder proportional verkleinern. Und verschieben kann man es auch. Löschen geht natürlich ganz einfach mit der Entfernen-Taste. Drehen oder kippen habe ich schon mal gezeigt. Ich verschiebe es nochmal. Jetzt möchte ich es kippen. Kippen gibt es hier oben bei Anordnen. Und da steht hier Drehen, zum Beispiel horizontal spiegeln. Ja, jetzt sieht man, jetzt ist es also horizontal gespiegelt, Korbach rückwärts geschrieben, goldrichtig. Und damit man es dann auch vollständig gemacht hat, gibt es noch die Möglichkeit über Anordnen beim Drehen auch vertikal umdrehen. Dann wird es auf den Kopf gestellt. Na, dann sieht man das also um 180 Grad gedreht, kann man es ja auch. So. Kann man das aber auch wieder richtig drehen, wenn ich hier drauf gehe. Sehen Sie, jetzt ist es also auch wieder richtig gedreht. Grafisches Objekt relativ zu einer Folie ausrichten, links, rechts, oben, unten. Das kann man mal zeigen, wenn ich dieses hier hierhin schiebe. Ich schiebe Korbach mal dahin und das schiebe ich hierhin. Und dann markiere ich diese Objekte. Die drei sind markiert. Jetzt sollen die also gleich verteilt werden. Links, rechts, oben, unten. Fangen wir an mit unten. Dann gehe ich hier auf Anordnen, Ausrichten. Und da sehen Sie, da steht hier unten Ausrichten. Jetzt ist es unten alles auf einer Linie. Und dann will ich hier noch verteilen, dass die alle im gleichen Abstand sind.
ausrichten, horizontal verteilen. Dann sieht man, der Abstand zwischen dem Logo, dem Pfeil und dem St. Kilian, der ist der gleiche. Das, was ich jetzt mit unten ausrichten gemacht habe, kann ich natürlich auch mit oben ausrichten machen. Anordnen, ausrichten, oben. Und dann sieht man, jetzt sind die also an der Oberkante hier von dem Bild ausgerichtet. Die drei kann ich natürlich jetzt noch verschieben, weil die sind ja jetzt alle drei markiert. Wenn man sagt, ich will die aber, dass die noch ein bisschen dichter an den Rand rankommen, dann kann ich das auch. Das ist das Wissensgebiet bearbeiten und einfügen. Geradezu ideal, um damit zu experimentieren. Ich will jetzt damit keine weiteren Übungen mehr machen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.